herzlich willkommen in Oberhof, sage ich mal, zu Jörg Kapohl, dem TIS-Renndirektor. Herzlich willkommen den beiden, die eigentlich schon länger hier sind, dem Wolfgang Filbrich, Organisationschef des Ganzen, sowohl der Tour de Ski als auch Weltcup Nordische Kombination. Das ist ja ein großer Gesamtkomplex. Und ich begrüße auch den Arndt Krause, der ist Wettkampfleiter bei der Tour de Ski für die Station in Oberhof. Ich würde sagen, es ist ja eine recht familiäre Runde. Das heißt, vielleicht kann der Jörg mal schnell was sagen, wieso die Situation ist. Ich will vielleicht vorweggeben, also es sind 20 Nationen, die gemeldet sind. 92 Herren und 81 Frauen, macht 179 Starter. Kanada und Slowenien haben sozusagen ihre ursprüngliche Meldung zurückgezogen und dafür ist Weißrussland dazugekommen. Achso, Entschuldigung, Baustelle verwechselt. Also Nordische Kombination haben wir 13 Nationen, die gemeldet haben. Das ist der Stand von heute Morgen. Gut, Jörg, da würde ich dich bitten, dass du vielleicht mal so einen kleinen Ausblick gibst. Dein erster Eindruck von Oberhof. Ich meine, es regnet. Wir hätten jetzt also nicht wettermäßig, sondern so. War nur die Frage. Ich denke, man, die vierte, also zur Tour de Ski vielleicht mal dort anzufangen, es ist die vierte Austragung. Ich denke, ein Kind mit 4 Jahren ist immer noch entwicklungsfähig und man lernt jedes Jahr dazu. Und ich glaube, wir alle haben immer dazu gelernt jedes Jahr. Wir wurden in dem Sinn besser oder haben Fehler ausgemerzt und haben versucht, Verbesserungen anzustreben. Und das ist sicher auch das Ziel für die vierte Austragung, dass es die beste Tour de Ski wird. Rein teilnehmermäßig sind wir beim Wissen, dass es auch Olympische Spiele später im Jahr noch gibt, wo natürlich irgendwo viele Leute sagen, ich möchte mich gut auf die Olympischen Spiele vorbereiten, sind wir eigentlich fast überrascht, wie viele sie hierher kommen möchten zur Tour de Ski. Also nicht nur Oberhof, sondern zur Tour de Ski generell. Dass viele der roten Gruppe, das sind auch die Besten, die über die letzten 12 Monate hier sind. Ich würde sagen, das sind rund 80%, 75-80%. Und das heißt eigentlich auch, die Qualität ist hier. Und die Tour de Ski ist ein Multistage-Event, wo über halt mehrere Tage geht. Und da ist jeder Tag wichtig. Es ist sicher so mit den Neuerungen oder den Neuerungen, dass man eigentlich die Punkte jeden Tag mitnimmt. Gibt es vielleicht einige Leute, die sagen nach ein paar Tagen, jetzt bin ich langsam müde oder ich habe keine Chance mehr, dass ich halt aufhöre. Aber andererseits wurde diese Neuerung eingeführt, weil wir im letzten Jahr gesehen haben, dass gewisse Leute in Val di Fiemme wirklich in einem Zustand gelaufen sind, wo man keine Rennen mehr laufen sollte. Das heißt, die waren krank, die waren vielleicht sehr gut hier, haben Podestplätze sogar gemacht, wurden vielleicht durch die Reiserei oder einfach wurden krank, in dem Sinne, egal was die Ursache ist. Und die liefen dann trotzdem Rennen, weil sie nicht die Punkte verlieren wollten. Und ich glaube, wenn du in einem solchen Zustand Wettkämpfe machst, dann ist halt das Risiko, dass die ganze Saison dann hin ist und du dich halt in ein Tal donnerst, dass es schwer wieder rauszukommen ist. Das war eigentlich der Hauptpunkt, warum man die Tour de Ski-Punkte täglich gewinnen kann. Macht es vielleicht auch attraktiver Sprinter, die vor allem in den ersten 4 Etappen Möglichkeiten haben, Punkte mitzunehmen. Und wie es vielleicht auch bei der Tour de France ist, da kommen auch nicht alle nach Paris und ein Sprinter gewinnt vielleicht in der ersten Hälfte der Tour de France auch viele Punkte. Kann es auch hier sein, dass ein Sprinter halt nur bis Prag mitläuft und auch sagt, also Italien ist mir zu viel in dem Sinn. Und sonst vielleicht zur Tour de Ski noch abschließend, also es sind alle Orte haben Schnee. Ich bin natürlich froh, dass es auch so ist, dass die Kälte war, dass man Schnee produzieren konnte, dass man die Tour de Ski nach Programm durchführen kann. Ich muss sagen, letztes Jahr waren wir das erste Mal so weit, um wirklich die Tour de Ski so zu machen, wie wir es geplant haben. Und jetzt sieht es so aus, oder sieht es wirklich so aus, dass wir die vierte Tour de Ski das zweite Mal vollständig durchführen können, wie es geplant und gewünscht natürlich ist. Fragen wir mal den Organisationschef, es ist ja noch 2 Tage Zeit. Könnte es jetzt schon losgehen oder ist noch viel zu tun? Tja, wir haben ja alles dafür getan, dass der Regen heute ist und nicht am Wochenende. Und wenn der Hahn dann abgestellt ist, dann ab morgen mit dem offiziellen Training und dann mit der Entwicklung, die uns der Wetterbericht vorhersagt, ist soweit alles vorbereitet. Was
bis zum heutigen Tag vorzubereiten war. Wichtigste war die Sportstätte mit dem Schneebelegen. Wir haben eigentlich alle Bereiche, die zu belegen waren, belegt. Das war ja noch bis letzte Woche immer noch so ein bisschen offen, was das Teamareal, die Warmlaufstrecken, das Skitestareal, korrekter gesagt. Das ist auch alles noch mit dem gestrigen Tag abgeschlossen worden, sodass wir eigentlich Bedingungen haben, wie wir es in der Form noch nie hatten. So, und das ist, denke ich, ein sehr, sehr positiver und auch für die Veranstaltung am Wochenende sehr guter Ausgangspunkt. Wir können eigentlich nur hoffen, dass wir jetzt auch den Sport sehen, den wir uns im Rahmen der Tour de Ski und damit auch als Stadtort Oberhof, denke ich, alle gemeinsam wünschen. Und kann man denn schon sagen, welche Mannschaften schon bereits eingetroffen sind, beziehungsweise wann die meisten erwartet werden? Also die meisten werden heute erwartet. Zuallererst sind die Polen angereist, das war am 27. Ja, und heute wird das Gros des Trosses eintreffen. Und Jörg sagte ja schon, wir haben eine ziemlich starke Beteiligung, obwohl in diesem Jahr auch Olympiade ist und viele ihren Weg auf die Olympiade unterschiedlich planen. Aber ich denke, das ist auch ein Beweis, welchen Stellenwert diese Tour im Skilanglauf-Weltcup hat. Vielleicht noch eine Zusatzinformation: Beim deutschen Team ist die Manuela Henke nachgerückt. Für wen? Für Lucia Anger. Die ist anscheinend krank.